Ja, die Geschichte des Leipziger Auenwaldes ist eigentlich eine sehr umfangreiche. Dass der Auenwald das werden konnte, was er heute ist, ist ganz wesentlich durch die Eiszeit beeinflusst worden. Durch die Gletscher wurden Endmoränen im Norden von Leipzig abgelagert, die sogenannte Taucherer Endmoränenlandschaft. Und diese haben verhindert, dass die Flüsse geradlinig von Süd nach Nord weiterfließen konnten. Es hat zu einer Verlangsamung und damit auch zu einer Aufgabelung der Fließgewässer geführt. Und das führte zur Bildung des Leipziger Binnendeltas. Und wir haben also im Kerngebiet eine 4 bis 5 Meter mächtige Auenlehmschicht, die ganz charakteristisch für den Leipziger Auenwald ist. Grundsätzlich ist das gesamte Leipziger Auen-Ökosystem Landschaftsschutzgebiet. Weite Teile des Gebietes sind nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU und nach der Vogelschutzrichtlinie der EU unter besonderem Schutz, sodass also auch hier eine Bebauung nicht zulässig ist. Im Rahmen der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie muss auch alle 5 Jahre eine Bestandserfassung und einen Situationsbericht an die EU verfasst werden. Also es gibt eine sehr große Bandbreite verschiedener Einrichtungen, die den Auwald wissenschaftlich untersuchen. Großflächige Kahlschläge, die gibt es hier nicht, sondern die Bewirtschaftung wurde umgestellt. Von der ursprünglichen zu DDR-Zeiten praktizierten Kahlschlagwirtschaft auf jetzt kleine Lochhiebe und eine flächige Altersdurchforstung. Und ein ganz besonderer Wert sind vor allen Dingen unsere vielen alten Starkbäume, die aus der alten Mittelwaldbewirtschaftung, aber auch aus einer zum Teil zu DDR-Zeiten vernachlässigten Bewirtschaftung heraus entstanden sind. Also im Februar 2017 gab es massives Holzfällen. Sogar 160 bis 180 Jahre alte Bäume wurden gefällt. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Wir sehen das sehr kritisch. Und wir sollten möglichst so viel Großstarkbäume stehen lassen, wie es irgend geht. Denn in der wachsenden Stadt, wo wir bald irgendwann 700.000, 720.000 Menschen haben, ist unser Auwald umso wichtiger als je. Und da macht man das einfach nicht. Bäume von 1840, Starkbäume fällen. Dieses sollte unbedingt in der Bevölkerung dafür sorgen, dass man sich mehr darum kümmert, dass diese forstwirtschaftliche Nutzung und diese forstwirtschaftliche Pläne, dass die verändert werden, zu mehr Baum stehen lassen. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir in der Öffentlichkeit mit den Bürgern darüber ins Gespräch kommen. Man hat auch im Rahmen des Schutzes verschiedene Zonen im Auwald eingerichtet. Es gibt sogenannte Prozessschutzzonen, wo der Mensch gar nicht mehr eingreift, wo also die Entwicklung sich vollkommen selber überlassen wird. Es gibt eine sogenannte Mittelwaldfläche in der Burgaue. Ansonsten wird der Auwald als Naturschutzgebiet oder als besonders geschützter Landschaftsbestandteil flächenmäßig nachhaltig bewirtschaftet. Das heißt, es wird ihm nie mehr Holz entnommen, als auch wieder nachwachsen kann. Und hier gilt es mit sehr viel Fingerspitzengefühl, die Nutzungsinteressen so zu lenken, dass sie möglichst wenig Schaden im Auwald anrichten und deshalb Kerngebiete besonders zu schützen und weniger wertvolle Randzonen, da die anderen Nutzungsinteressen hinzulenken.
In den letzten Jahren kommt uns noch ein kleines Problem da rein, das Eschentriebsterben. Das führt dazu, dass gerade jetzt in den letzten zwei Wintern verstärkt Holz auch entnommen wurde. Eschentriebsterben, okay, das ist in der Tat so, aber es ist wirklich nicht so dramatisch, wie wir das immer gesagt bekommen. Wir haben zurzeit etwa 50% der Eschen als erkrankt, 20% sind als sterbegefährdet und wir sind erst am Anfang dieses Prozesses. Wir müssen also sehen, was die nächsten Jahre dabei passiert. Vor allen Dingen entlang der Wege müssen die Eschen weggenommen werden, weil durch dieses Eintrocknen, dieses Absterben der Kronen immer wieder Kronenholz nach unten fallen kann. Und es gab leider auch schon einen Fall, dass die Stadt Leipzig verklagt wurde, weil ein Radfahrer von einem runterfallenden Ast getroffen wurde und 3 Wochen im Koma lag. Selbstverständlich gibt es Wegesicherungspflicht und an den Wegen, wo das halt gefährlich ist, da ist es sehr differenziert. Da sollte man und muss man auch schon mal Eschen wegnehmen. Aber das heißt nicht, dass man Eschen wegnimmt, die eventuell noch krank werden können. Das Flutungsprojekt an der Pausnitz im südlichen Leipziger Auwald ist ein experimentelles Projekt, weil es dem Leipziger Auwald an Wasserdynamik fehlte. Die Pausnitz hat nur sehr wenig Wasser, das Wasser ist ganz stark gedrosselt und die Flutungsdauer allein dauert 14 Tage. Wir haben dadurch extreme Veränderungen in der Vegetation. Die Artenzusammensetzung, die Frühjahrsgeophyten, also die bekannten Frühblüher, sind weitestgehend verschwunden. Auch die Sommerarten haben sich stark verändert. Die Baumschicht wurde ausgedünnt. In den stärker überfluteten Bereichen sind die Ahorne abgestorben. Die Krautschicht ist extrem verarmt. Und trotzdem hat es einen Vorteil gehabt, weil bestimmte Insekten- und Schneckenarten, die besonders auf nasse Standorte angewiesen sind und sehr selten und gefährdet waren, durch diese Maßnahme gefördert wurden. Das heißt, im kleinen Maßstab ist es für das Gesamtökosystem eine Bereicherung. Aber im großen Maßstab wäre es für das Ökosystem eine Katastrophe, weil es dann zu extremer Artenverarmung führen würde. In den letzten 10, 20 Jahren gab es ja ab und an mal noch Überschwemmungen. Unser Ziel ist eigentlich, das wiederherzustellen. Also das, was hier im Moment stattfindet in dem Naturschutzgebiet, ist halt Biotoppflege, Landschaftspflege, Artenschutz. Wir versuchen also seltene Arten hier durch menschliche Aktivitäten zu erhalten. Besser wäre es natürlich, wenn die Natur hier wieder ihren Lauf nehmen könnte und man also diese Hochwasserdynamik wiederherstellen könnte. Und das ist mittelfristig unser Ziel, dass also diese alten Luppeläufe, die hier noch in der Landschaft existieren, wieder mit Wasser versorgt werden und bei Hochwasser auch über die Ufer treten können. Und dann haben wir also diese simulierte Dynamik hier nicht mehr nötig, sondern dann kann die Natur hier wieder so ihren Lauf nehmen, wie es sich eigentlich ursprünglich mal dargestellt hat. Unser Aula-Projekt 2030, das Auenband der Weißen Elster, beinhaltet eine Renaturierung der Weißen Elster. Von Gera aus kommt dieses Projekt, ist ein sehr schwieriges Projekt, weil alle Renaturierungsprojekte sehr schwierig und sehr zähflüssig sind. Man braucht dort Vorlaufzeiten von 20, 25 Jahren. Wenn es gut läuft, mal 15 Jahre. Ja, also wir sind hier nordwestlich von Leipzig in der Luppeaue. Das ist also ein Gebiet hier in der Auenlandschaft, das sich dadurch auszeichnet, dass hier früher die Luppe sich verzweigt hat in viele verschiedene Arme. Und durch den Bau der neuen Luppe ist aber dieses Fließgewässersystem beseitigt worden. Und diese Auenlandschaft trocknet nach und nach aus. Man hat das dann hier benutzt zum Lehm- und Kiesabbau. Und aus dieser Phase heraus sind kleine Gewässer entstanden, die dann in den 70er Jahren beseitigt werden sollten. Das sollte eingeebnet werden. Die Naturschützer haben es geschafft, das zu erhalten und da unter Naturschutz zu stellen.
Und deswegen sind das jetzt sehr wertvolle Sekundärlebensräume, denn normalerweise, wenn der Fluss früher über die Ufer getreten ist, dann bildeten sich hinterher solche kleinen Gewässer in der Landschaft. Und das haben wir heutzutage nicht mehr, weil die Flüsse eingedeicht sind. Und deshalb gibt es hier also diese künstlichen Lebensräume, die eben sehr wertvoll sind für die Auenlandschaft, für Fische, für Amphibien, hauptsächlich für verschiedene Insekten und Wasserpflanzen. Und der NABU kümmert sich darum, dass die Bewässerung stattfindet, dass die also nicht austrocknen und dass das in einer Art und Weise stattfindet, die der natürlichen Auendynamik entspricht. Also dass das im Sommer dann irgendwann trocken fällt und im Frühjahr so eine Art Hochwasser erlebt, dass dann also die Amphibien hier ableichen können. Die Balz der Moorfrösche ist vielleicht einer der Highlights. Kaum einer weiß, dass es auch bei uns blaue Frösche gibt. Die sucht man immer nur am Amazonas oder in tropischen Regenwäldern. Aber der Moorfrosch wird zur Balzzeit auch bei uns blau durch ein Lymphdrüsensekret. Und wenn man die dann am Gewässer quackern hört, dieses wuck, 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 dann ist das einfach nur faszinierend. Also genau genommen spricht nichts dagegen, hier so schnell wie möglich loszulegen mit der Renaturierung. Aber man macht es halt nicht, weil man eben Angst hat, ja, und das Hochwasser immer als Katastrophe begreift. Also das ist alles sehr, sehr zähflüssig, aber Renaturierungen von Fließgewässern sind sehr aktuell und werden auch beim Bundesamt für Naturschutz immer wieder verlangt und letztendlich auch gefördert. Das Erste und Wichtigste ist, nur was ich kenne, das und liebe, das schütze ich auch. Das heißt, ich muss als Erstes den Menschen ermöglichen, diesen Auwald kennenzulernen, seine Vielfalt, seine Schönheit zu erfahren. Erst dann ist überhaupt das Interesse gegeben, ihn zu schützen.